was die Menschen damals zumindest nicht wussten, dass es zu Hause für sie ganz schwierige Verhältnisse waren mit ihrer depressiven Mutter. Sie Einzelkind, einzelne Tochter. Ich habe noch einen Bruder, aber ich bin alleine groß geworden. Ja. Und hat das schon als Kind, würden Sie sagen, Ihr Leben tangiert? Hat es damals auch in der Zeit des Erfolgs Ihr Leben tangiert? Ja, extrem. Also es ist immer schwierig. Ich kann nicht mehr genau sagen, wann in meiner Erinnerung die ersten Erinnerungen an die Krankheit stattgefunden haben, weil sie hat es scheinbar immer gehabt. Sie hat mit 18 das erste Mal versucht, sich umzubringen. Das wissen wir von einer Freundin. Also da kannte sie meinen Vater nicht, mich noch nicht. Und in unserer Familie, ich habe mit meinem Vater jetzt auch noch mal extrem lang gesprochen vor der Sendung, weil er auch vieles weiß, was ich vergessen habe. Es fing nach meiner Geburt eigentlich langsam an. Langsam an. Da habe ich keine Erinnerung, logischerweise. Sie war eine liebende, fantastische Mutter. Und der Kindergarten und die ersten 4 Volksschuljahre, da habe ich eigentlich ausschließlich gute Erinnerungen. Da waren die ersten kleinen Schübe. Das fängt ja sehr klein an. Das ist mal ein trauriger Tag, ein seltsamer Tag. Dann ist vielleicht ein Jahr nichts, dann kommt das wieder und dann werden die Abstände kleiner und die Schübe werden ernsthafter und größer. Und das zog sich dann hin, wo es extrem wurde, eigentlich schon bevor ich diese Anna gedreht habe, und war es schon sehr, sehr schlimm. Und während wir gedreht haben, kam sie das erste Mal, nachdem sie zwischen 14 und 18 Neurologen und Psychologen und was der Geier alles hatte, kam sie das erste Mal in ein Krankenhaus, weil es so schlimm war. Es war, während wir gedreht haben. Und dann... Wie hat sie sich verhalten? Wie würden Sie das beschreiben in diesen schlimmeren Phasen? Es ist alles negativ. Die Gedanken sind, also es wird nur noch das Negative gefiltert. Alles, was schön war im Leben, ist überhaupt nicht mehr, es spiegelt sich nichts, kommt auch in den Erzählungen nicht mehr. Der Mensch kann auch dann irgendwann gar nichts mehr tun. Wie Frau Neu sagte, man liegt, also sie hat sich mehrmals hingelegt, was sie vorher nie getan hat, immer verdunkeltes Schlafzimmer. Dann fängt sie an zu weinen und diese Verzweiflung, die totale Verzweiflung. Und es ist alles traurig und, wie gesagt, negativ und düster und man kann auch gar nichts mehr machen. Also wir können dann irgendwann noch nicht mal mehr ein Glas abspülen oder irgendwas. Mhm. Und dann, so eine Otto-Normalverbraucher-Familie braucht auch lang, bis man weiß, jetzt muss man aber mal zum Arzt gehen. Mhm. Irgendwas stimmt ja nicht. Aber was hieß das so zum Beispiel, ja, so eine Mutter und da ist ein Kind, da ist ein Mann, da ist ein Haushalt. Was hieß das? Fiel sie da total aus? Dann? Ja, irgendwann ja, total. Und dann hat sie natürlich noch mehr drunter gelitten, weil ihr das auch leid tat. Und ich habe mit ihr also sehr, sehr täglich stundenlange Gespräche geführt, in einem Alter, wo man eigentlich, glaube ich, nicht so Gespräche führen sollte. Und das hat ihr gut getan, da hat sie sich auch irrsinnig festgeklammert. Und am Ende des Gesprächs hatte man immer das Gefühl, ja, jetzt. Und am nächsten Tag ging es wieder los. Und es ist so grauenhaft und irgendwann ist halt auch der Totalausfall, weil sie auch nichts mehr tun kann und man springt selbstverständlich ein. Und Ihr Vater auch? Ne? Ja, mein Vater hat in seiner Position und aus der Generation, aus der er kommt, das getan, was er konnte. Also mein Vater ist eben ein Mensch, der wollte immer für die Familie alles richtig machen und die Familie schützen, also in dem Fall 2 Frauen schützen und immer dafür da sein. Er hat sie überall hingefahren, er hat die Mutterrolle mit übernommen, er kam sich saudumm vor, hat er mir oft gesagt, immer der einzige Mann zwischen lauter Frauen zu sein, in den Elternsprechstunden, zum Ballettunterricht, alles. Mein Vater hat mir sogar die ersten Tampons gekauft und er hat sich zu Tode geschämt in der Apotheke. Ich sage solche extremen Sachen, weil ich finde, sowas muss gesagt werden. Und das deutlich, ja. Man kann mit so ein paar Sätzen sehr viel beschreiben. Meine Mutter war auch in der Form überhaupt gar keine Frau. Nun sind Sie aber, ja, das war ja nun zum Teil so eine richtige Aufbruchsphase von Ihnen, so was kostet die Welt und eine junge Frau will ja lustig sein, fröhlich sein, kommt vielleicht in der besten Stimmung nach Hause und wie ist das? Schrecklich, also ich war, muss ich dazu sagen, ich war ein sogenannter Spätzünder. Ich hatte viele Sachen noch gar nicht gemacht, weil ich noch nicht so weit war und diese Geschichte mit dem Film, nicht, dass ich berühmt wurde, sondern ich habe etwas für mich entdeckt, was ich nie zuvor hatte. Ich war schlecht in der Schule, ich war auch im Ballett nicht besonders gut. Ich hatte vor wahnsinnig vielen Sachen Angst, ich war sehr schüchtern, ich war ein Spätzünder. Und da hatte ich etwas, wo ich aufgeblüht bin, die Arbeit.
Die Prominenz und das Drumherum, das habe ich gehasst. Das war grauenhaft, da habe ich auch jahrelang drunter gelitten. Aber die Arbeit, deswegen habe ich mich auch für diesen Beruf entschieden und mache ihn bis heute, zu spielen, das war für mich großartig. Ich habe Dinge erlebt und Stimmungen in mir, die ich nicht kannte. Und das ständig, das haben Sie gerade schon selbst angesprochen, unterdrückt, weil jemand so verzweifelt traurig ist, dass er einen anfasst und Mauselein, hilf mir doch bitte, und das ganze Gesicht bebt und jeden Morgen kommt sie ins Zimmer und das Erste, was ich sehe, wenn ich die Augen aufmache, vor einem 16-Stunden-Drehtag, ist meine Mutter, die zittert und bebt und sagt, mir geht's so schlecht, ich weiß nicht, was ich machen soll, hilf mir. Ja. Ja? Und, hat sie und damals schon von Suizid gesprochen? Täglich. Täglich, Jahr aus, Jahr ein. Was können Angehörige in so einer Situation tun? Also es ist doch, heute können wir, ist es deswegen ist auch wichtig, dass Sie darüber reden, weil man einfach sagen kann, wo sind die Handlungsspielräume? Also zunächst mal spielt es ja in der Familie statt, bevor die Ärzte auf den Plan kommen. Was können Angehörige tun? Wie verhalten die sich in so einer Situation? Ganz wichtig ist da in so einer Situation auch zu erkennen, hier liegt ein gravierendes Problem los, wo ich Hilfe benötige, wo ich auch zum Arzt gehen muss. Häufig ist es so, dass die Menschen versuchen, ganz lange alleine zu Hause diese Probleme selbst zu lösen und sich überfordern. Ich meine, Sie haben es ein bisschen angesprochen, also das Kaufen der Tampons, ja, dass hier Aufgaben übernommen werden vom Vater. Selbstverständlich macht er dieses, ja, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und es ist auch wichtig, in der Familie hier unterstützend da zu sein. Aber es ist auch wichtig zu erkennen, hier liegt eine schwere Erkrankung vor, die ja, wie Sie selber gesagt haben, Ihre Mutter auch gesagt hat, mit einer suizidalen Krise sehr gefährlich ist, und hier zu einem Arzt zu gehen und sich professionelle Hilfe zu suchen. War sie, wie gesagt, jahrelang zwischen 14 und 20 solche Ärzte, bis einer gesagt hat, jetzt muss sie in die Klinik. Also. Und hier kann es, ich meine, wenn ich Ihre Geschichte höre, hier kann es auch notwendig zu sein, zu sagen, jetzt ist eine Klinik notwendig. Mhm. Die Menschen haben, das verstehe ich auch, historisch gesehen, Angst vor einer Klinik. Aber in der Klinik geht es darum, zu unterstützen, zu helfen. Mhm. Und eben genau, was Ihre Mutter, bin ich sicher, die war bei vielen kleinen Dingen nicht mehr in der Lage, den Alltag zu meistern, war überfordert. Nicht mehr. Ja? Auch Kontakte mit anderen Menschen. Und hier schützt eine Klinik, hier unterstützt eine Klinik. Ja, ja, aber gab's muss einem das ja, Entschuldigung, ein Fachmann sagen, weil die Familie hat keine blasse Ahnung. Ja. Wir sind ausgeliefert und wir haben gemacht, was die Ärzte, bei denen sie war, gesagt die Ärzte, haben. Was haben die Ärzte unternommen in den ersten Phasen? Also meine Mutter kam immer nach Hause und war völlig frustriert, so wenn man so fragte, und wie ist der neue Arzt und was war da wieder? Dann hat sie gemeint, ach, die gucken immer nach unten, die schauen mich gar nicht an, die fragen mich blöde Fragen und ich habe das Gefühl, sie interessieren sich nicht für mich. Und es wurden Tabletten verschrieben und gewartet und wieder zu den Sitzungen gegangen, wo meine Mutter irgendwann angefangen hat, die Ärzte auszufragen, weil sie es einfach auch blöd fand, was man da erzählen soll. Da war sie auch sehr schwierig. Und dann gibt es halt zwischendurch auch wieder die guten Stimmungen, wo man dann hofft und der Arzt selber sagt, jetzt glaube ich, ist es auf dem Weg. Und man muss ja medikamentös eine Zusammensetzung finden. Manche haben Glück und nach dem ersten Klinikaufenthalt war sie gesund. Und das ist ihre